Ja, hallo, ich bin die Ella, die Frau Moser. Wir sind hier am Reiterhof Märchenmühle. Diesen Ottoplatz gibt es ja, seitdem du 5 Jahre bist. Heißt knapp Ja. 20 Jahre dann. Ich bin übrigens der Tom, Ellas Sohn. Genau, Mann. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr auch mit dabei. Wir bieten Reiterferien für Kinder an, aber machen natürlich auch außerhalb den Ferien Reitprogramm. Also wir haben Ottoboden, wir sind absolut zufrieden mit dem Boden. Und besonders in den Sommerferien wird er täglich mindestens 4 Stunden genutzt. Und das natürlich nicht nur bei gutem Wetter. Selbst bei Regen, der Platz ist immer trocken, der ist optimal. Bei viel Sonnenstein, der staubt nicht. Also ich bin absolut zufrieden mit diesem Boden. Also der ist griffig und ob jetzt ein Pferd durchgeht oder, also gut, unsere Pferde gehen eigentlich nicht durch, oder beim Springen, Dressur ist es immer, man muss keine Angst haben, dass auch mal ein Pferd wegrutscht oder stürzt. Das ist auch eine Und sehr schöne Eigenschaft, dass der nicht ja, sofort staubt. Er tritt genau, sich nicht also zu es kann schnell sich. fest. Es ist einfach nicht vergleichbar mit einem einfachen Sandboden, wie es viele andere Höfe haben. Ja, hi, ich bin die Conny. Ich reite jetzt seit, ja, 6 Jahren hier und seitdem bin ich echt, also den Boden finde ich super. Auch im Winter, gerade wenn es kalt ist und viel geregnet hat. Die ganzen Angsthasen unter den Pferden, es sind keine Pfützen hier, man muss nicht durch Pfützen durchreiten. Im Sommer staubt es nicht, natürlich super gut für die Lunge von den Pferden. Genau, und ich finde, er federt richtig schön. Man reitet, es hat ein richtig schönes Reitgefühl hier. Also, ja, so als Reiter kann ich sagen, ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit dem Boden. Und wir finden, es reitet sich echt super gut auf dem Platz. Also findest du auch Mops? musst du nicken, Mops. Hast du doch die ganze Zeit.